FSK 93, die Explosion des globalen Antisemitismus. Es begab sich zu einer Zeit, als Moshe Postone aus Chicago in den 70er Jahren in Frankfurt weilte, genauer von 1972 bis 1980, als nach dem Junikrieg 1967, auch als Sechstagekrieg bekannt, sich leidenschaftliche Diskussionen der Linken um den Nahen Osten drehten, vor allem um das Verhältnis der Juden und ihrem Staat Israel. Am schärfsten wurde die Debatte allerdings, man denke auch an den Algerienkrieg, in Frankreich geführt. So erschien ein Buch über diese Zeit von Leon Poliakow, Vom Antizionismus zum Antisemitismus, 1969 in Frankreich, bis es 1992, mehr als 20 Jahre später, in dem Freiburger Saira Verlag in deutscher Sprache erschien. Poliakow reagierte auf eine Entwicklung, in der das Judentum bis hin zu direkt antisemitischen Begriffen des Zionismus angeklagt wurde und so der an den an die Wand gemalten Teufel seinen Namen wechselte. Statt jüdische Weltverschwörung sprach man nun von zionistischer Verschwörung, wobei letzterer Mythos Poliakow zufolge 1952 in Prag erfunden wurde, im Zuge dessen, dass der in der Sowjetunion eingesickerte Hitlerismus in der Zeit des antisemitischen Klimas in der Sowjetunion nach dem Weltkrieg die stalinischen Verfolgungen der Juden von 1948 bis 1953 bestimmte. Auch nach dem Tode Stalins wirkte der Antisemitismus nach, aber man brauchte Sprachregelungen, die nicht an die hitlerische Zeit erinnerten, sodass die alte Judenfeindschaft sich bahnbrach in einer sogenannten kritischen Haltung gegenüber dem Staat Israel. Altes aus der Tradition wurde aufgegriffen, insbesondere weil die orientalischen Juden nicht mehr unter arabischer Knechtschaft und Vormundschaft standen, was zu entsprechenden Ressentiments führte, und so wurde das Themitum hochgehalten. Nur die Begriffe bekamen oberflächlich eine westliche oder mehr noch marxistische Terminologie. So schrieb 1968 der französische Orientalist, ich zitiere nach der deutschen Übersetzung in Poliakow, folgendes: Keine muslimische Macht, so liberal sie sich auch geben mag, könnte von der alten, de facto bis heute gültigen Politik abweichen und ihrem Juden etwas anderes als dem herkömmlichen Status von Schutzbefohlenen zugestehen. Ein Status, der, mag er auch mehr oder schlecht als recht, mit westlichen Phasen übertüncht sein, tatsächlich schlecht gesichert ist und sie in keiner Weise integriert. Die Befreiungsbewegung der Juden hatte ja in der Tat diesen Semi-Status abgeschafft und es ist daher auch kein Zufall, dass die jüdischen wie nicht-jüdischen Parteigänger der Israelis auf der ganzen Welt gegen die Wiedereinführung des Semi-Status sich wehren mussten, auch wenn er unter dem Begriff der Entzionisierung des Antizionismus gehandelt wurde. Daher wurden diese auch Imperialisten genannt, nicht weil sie mit der historischen, realgeschichtlichen Phase des Imperialismus, die mit dem Ersten Weltkrieg, spätestens mit dem Zweiten, endete, etwas zu tun hatte. Der Begriff des Imperialismus hängt auch mit der Legende der Protokolle der Weisen von Zion zusammen, die den Juden den Anspruch auf ein weltumfassendes Imperium unterstellt, was insbesondere darum gilt, nachdem die christliche und muslimische Welt ihre Religion aus den heiligen Schriften der Juden begründeten und die Bibelauslegung der Rabbiner als Fälschung ausgelegt wurde. Seit den Kreuzzügen existieren Legenden, die den Juden der teuflischen Verschwörung bezichtigen, aber sie waren in der muslimischen Welt zunächst einmal nicht der Renner, weil ja die Kreuzzüge sich auch gegen die Juden richteten, nicht nur gegen Muslime. Dass schon nach Veröffentlichung der Protokolle der Weisen von Zion die Juden dagegen vorgingen, war ja auch für Hitler genug Beweis, dass diese angebliche Verschwörung tatsächlich existiere. Und in Kairo erschienen ja mehrere Übersetzungen seit 1920, wobei Nasser sich für ihre angebliche Echtheit verbürgte. Und die arabische Propaganda bezog sich zunehmend auf die Protokolle, dessen Inhalt in einer der vorherigen Sendungen zum Thema war und auch im freien Radionetz noch nachzuhören ist. Nasser verlautbarte 1969, die ganze arabische Nation muss wissen, dass die Sache der Palästinenser nicht nur das palästinensische Volk angeht. Der zionistische Feind versucht nämlich, seine expansionistischen Ziele vom Nil bis an den Euphrat zu verwirklichen.
Wenn sich daher die anderen arabischen Völker an dem Kampf zwischen Arabisch und Nationalismus beteiligten, so tun sie das nicht allein aus gefühlsmäßiger Solidarität mit dem palästinensischen Volk, sondern aus Notwehr. Wir finden also bei der Renaissance des Antisemitismus der 70er Jahre, wir hatten ihn ja bereits bei den Muslimbrüdern und bei Hitler und Rosenberg erkannt, dieselbe Täter-Opfer-Umkehr wie bei Hitler. Der Krieg gegen die Juden wird zur Notwehr umgelogen. Das ist bis heute leider sehr erfolgreich, sodass ich von objektiver Verblödung sprechen muss. Ein weiteres muss zu dem historischen Kontext des Antizionismus noch gesagt werden, was uns überleitet zu der in der Linken viel diskutierten Arbeit von Moshe Poston. Der Aufsatz Antisemitismus und Nationalsozialismus bezieht sich nämlich ursprünglich auf die Rezeption des Films Holocaust, ein Hollywood-Schinken, der obwohl Produkt der Kulturindustrie dem Zeitgeist wesentlich tangierte. Wie sollte man denn dann sich zu Hitler und seinen Schergen bekennen, wenn die Geschichte der Familie Weiß diese sympathisch darstellt? Da muss man schon auf oberflächlichen Antisemitismus verzichten, vor allem in der BRD. Da wurde der Text von Poston zu einem der theoretischen Schlüsseltexte für postmarxistische Strömungen, damals sowohl für die Wertkritiker der Krisisgruppe als auch für die Antideutschen, die sich im Kontext der Kritik am Antisemitismus erst entwickelten. Poston warf damals der deutschen Linken vor, sie würde sich auf die Geschichte der Arbeiterbewegung und des Widerstands gegen den Nationalsozialismus beschränken, anstatt endlich mal aufzuhören, einer historischen Konfrontation mit dem Dritten Reich auszuweichen, indem sie den Antisemitismus als Randerscheinung des Nationalsozialismus behandelte und dass die Vernichtungslager entweder als bloße Beispiele imperialistischer oder totalitärer Massenmorde erscheinen oder unerklärbar bleiben. Des Weiteren schrieb Poston einen offenen Brief an die deutschen Linke, weil diese am Besuch von Helmut Kohl und Ronald Reagan auf dem Soldatenfriedhof in Bitburg, auf dem auch SS-Mitglieder begraben sind, gar kein Interesse zeigte und interpretierte den Besuch in Bitburg als Rehabilitierung der Nazi-Vergangenheit und bescheinigte der Linken ein Maß von Blindheit zum Ausdruck, das seinerseits nur bestätigt, wie weitgehend die fundamentale Verdrängung im Kern des nachkriegsdeutschen sozialen Bewusstseins die Gegenwart durchdrungen hat und an eine neue Generation übertragen worden ist. Aber hatte Poston Erfolg mit seiner Kritik? Bei den Wertkritikern und Antideutschen in verschiedener Hinsicht durchaus. Denn Ende 2003 hatten sich die Antisemitismus-Theorie Moshe Postons so langsam auch in den Teilen der Linken herumgesprochen, die angesichts von 9/11 angefangen haben, zur Kenntnis zu nehmen, dass auch in der Linken ein, im wörtlichen Sinne, brandaktuelles Problem des Antisemitismus besteht, das nicht nur in der Tradition des Antisemitismus des 19. Jahrhunderts besteht, sondern auch über den Weg der islamischen Länder zurückkommenden Antisemitismus, dem Antizionismus, wieder nach Europa kam. Zur Einstimmung in den Inhalt zitiere ich aus einem Interview mit Poston in der Zeitschrift Phase 2, das sich auf den Ansatz von Poston bezieht. Dort wird gefragt, seit dem 11. September wird in der Linken hier, aber auch von Seiten der Regierung in den USA, wieder davon gesprochen, es müssten Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden. In Antisemitismus und Nationalsozialismus hatten sie kritisiert, dass trotz des Slogans von den Lehren aus der Vergangenheit für die Linke in Deutschland Projektionen und Identifikationen das Handeln bestimmen. Wenn heute die Unterstützung der israelischen Armee mit der Begründung eingefordert wird, sie stehe im Gegensatz zu den palästinensischen Gruppen in der wirklichen Tradition des Warschauer Ghettos, sind dann heute im Gegensatz zu den 70er Jahren eher Lehren aus der Vergangenheit gezogen? Daraufhin Poston, weder die einseitige Unterstützung der PalästinenserInnen noch die Verteidigung der israelischen Armee hat etwas mit einem Lernen aus der Vergangenheit zu tun. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang aber schon in den 70ern gestellt werden konnte, ist, warum plötzlich der Kampf der palästinensischen Nationalbewegung die große Bedeutung gewann, die er für die Linke hatte. Der palästinensische Kampf war für einen Großteil der Linken viel bedeutsamer als der Kampf irgendeiner anderen nationalen Bewegung. Und warum wurde zugleich Zionismus nicht einfach als etwas behandelt, das selbstverständlich als nationalistische Bewegung kritisiert werden konnte, sondern auf eine Art und Weise, die fast antisemitisch war? Der Zionismus wurde dargestellt, als sei er Teil einer weltweiten Verschwörung und als seien Juden deshalb überall anzugreifen. Es ist sehr unangenehm für nordamerikanische Juden, nach Europa zu kommen
und zu bemerken, dass fast jede Synagoge seit den 70er Jahren von der Polizei bewacht werden muss. Diese Bedrohung wird einfach als Teil eines Befreiungskampfes hingenommen, ohne dass die Leute wirklich hinterfragen, was die Vorgehensweise von Befreiung sind. Der African National Congress zum Beispiel ist niemals auf eine solche Art und Weise vorgegangen, sondern lehnte Angriffe auf Zivilpersonen aufgrund seiner politischen Prinzipien ab. Die Linke aber scheint jede Fähigkeit verloren zu haben, zwischen den verschiedenen Taktiken und Strategien zu differenzieren, die von verschiedenen nationalen Bewegungen benutzt werden. Das alles bedeutet nicht, dass eine Lehre aus der Vergangenheit gezogen wurde. Im Gegenteil, mir scheint es, als ob die Vergangenheit einfach weitergeht. Wenn heute Leute Sharon mit dem Bezug auf die Vergangenheit verteidigen, lässt sich das vielleicht auch als eine Reaktion auf 30 Jahre sehr, sehr unkritische linke Politik mit Bezug zum Nahen Osten verstehen. Es hat an sich aber sehr wenig mit den Lehren aus der Vergangenheit zu tun. Es waren übrigens schon 10 Jahre vergangen gegenüber dem ebenso legendären Artikel in der Zeit 1969 von Jean Amary, den ich hier auch noch erwähnen muss, weil er auch die Anfänge einer Kritik am linken Antisemitismus enthält, die nicht dem Vergessen überlassen werden darf. Dort heißt es sehr schön: Das klassische Phänomen des Antisemitismus nimmt aktuelle Gestalt an. Der Alte besteht weiter, das nenne ich mir Koexistenz. Was war, das blieb und wird bleiben. Der krummnasige, krummbeinige Jude, der von irgendwas, was sag ich, der vor allem davonläuft. So ist er auch zu sehen auf den Affichen, also Plakaten, und in den Pamphleten der arabischen Propaganda, an der angeblich braune Herren deutscher Muttersprache von einst wohl kaschiert hinter arabischen Namen mitkassieren sollen. Die neuen Vorstellungen aber taten auf die Szene gleich nach dem Sechstagekrieg und setzten langsamerhand sich durch. Der israelische Unterdrücker, die mit dem ehrenden Tritt römischer Legionen friedliches palästinensisches Land zerstampft. Anti-Israelismus, Antizionismus im reimsten Vernehmen mit dem Antisemitismus von dazumal. Der ehrentretende Unterdrücker, Legionär und der krummbeinige Davonläufer stören einander nicht, wie sich endlich die Bilder gleichen. Doch neu ist in der Tat die Ansiedlung des als Anti-Israelismus sich gerierenden Antisemitismus auf der Linken. Einst war das der Sozialismus der dummen Kerle. Heute steht er im Begriff, ein integrierender Bestandteil des Sozialismus schlechthin zu werden. Und so macht jeder Sozialist sich selber freien Willens zum dummen Kerl. Und dann weiter. Schlimmer ist, dass die intellektuelle Linke, die sich frei weiß von Parteibindungen, das Bild übernimmt. Jahrelang hat man, und einmal von Deutschland zu reden, den israelischen Wehrbauern gefeiert und die Fashion-Mädchen in Uniform. In schlechter Währung werden gewisse Schuldgefühle abgetragen. Das musste langweilig werden. Ein Glück, dass für einmal der Jude nicht verbrannt wurde, sondern als herrischer Sieger dastand, als Besatzer und Napalm und so weiter. Ein Aufatmen ging durch das Land. Jedermann konnte reden wie die deutsche National- und Soldatenzeitung. Wer links stand, war befähigt, noch den Jargon des Engagements routinemäßig zu exekutieren. Fest steht, der Antisemitismus enthalten im Anti-Israelismus oder Antizionismus wie das Gewitter in der Wolke, ist wiederum ehrbar. Er kann ordinär reden, dann heißt das Verbrecherstaat Israel. Es kann es auf manierlicher Art machen und vom Brückenkopf des Imperialismus sprechen. Dabei so nebstbei allenfalls in bedauerndem Tonfall hinweisen auf die missverstandene Solidarität, die so ziemlich alle Juden, von einigen glücklichen Ausnahmen abgesehen, an den Zwergstaat bindet, und kann es empörend finden, dass der Pariser Baron Rothschild die Israel-Spenden der französischen Bevölkerung Frankreichs als eine Steuer einfordert. Der Antisemitismus hat es leicht allerwegen. Die emotionelle Infrastruktur ist da. Und das keineswegs nur in Polen oder Ungarn. Der Antisemit demystifiziert den Pionierstaat mit Wohlbehagen. Es fällt ihm ein, dass hinter dieser staatlichen Schöpfung immer schon der Kapitalismus stand in Form der jüdischen Plutokratie. Auf dieser letztgenannte jedoch geht er nicht ausdrücklich ein. Das wäre ein ideologischer Lapsus linguae. Jedoch niemand wird sich täuschen über die tatsächliche Bestelltheit eines Landes, das aus einer schlechten Idee geboren, am schlechten Orte errichtet, ein oder mehrere schlechte Kriege geführt und Siege erfochten hat.
So viel erst einmal zur historischen Situation des Aufsatzes. Er beginnt mit der unterschiedlichen Bezugnahme von Liberalen und Konservativen auf der einen Seite und der Linken auf der anderen Seite. Zitiere Poston. Einerseits haben Liberale und Konservative, während sie die Diskontinuität zwischen der Nazi-Vergangenheit und der Gegenwart betonten, in Bezug auf jene Vergangenheit ihre Aufmerksamkeit auf die Verfolgung und Vernichtung der Juden konzentriert. Andere Gesichtspunkte, die für den Narzissmus zentral waren, sind dabei vernachlässigt worden. Die Betonung des Antisemitismus diente dazu, den angeblich totalen Bruch zwischen dem Dritten Reich und der BRD zu unterstreichen. Eine Auseinandersetzung mit der gesellschaftlichen und strukturellen Wirklichkeit des Nationalsozialismus, die 1945 nicht plötzlich verschwunden war, wurde so vermieden. Es ist bezeichnend, dass die westdeutsche Regierung an Juden Wiedergutmachungszahlungen leistet, jedoch nicht an Kommunisten und andere verfolgte radikale Gegner der Nazis. Mit anderen Worten, was den Juden geschah, ist instrumentalisiert und in eine Ideologie zur Legitimation des gegenwärtigen Systems verwandelt worden. Diese Instrumentalisierung war nur möglich, weil der Antisemitismus vorwiegend als eine Form des Vorurteils behandelt wurde. Eine solche Sündenbock-Ideologie ist eine Auffassung, die die innere Beziehung zwischen Antisemitismus und anderen Aspekten des Nationalsozialismus verdeckt. Andererseits neigte die Linke dazu, sich auf die Funktion des Nationalsozialismus für den Kapitalismus zu konzentrieren. Sie hob da die Zerstörung der organisierten Arbeiterklasse hervor, die Gesellschafts- und Wirtschaftspolitik der Nazis, den Expansionismus und die bürokratischen Herrschaftstechniken von Partei und Staat. Kontinuitätsmomente zwischen dem Dritten Reich und der Bundesrepublik wurden von ihr betont. Doch hat sie die Vernichtung der Juden natürlich nicht unterschlagen. Allerdings ist die Vernichtung schnell unter die allgemeinen Kategorie von Vorurteil, Diskriminierung und Verfolgung subsumiert worden. Mit anderen Worten, die Vernichtung der Juden wurde außerhalb des Rahmens einer Analyse des Narzissmus behandelt. Antisemitismus wurde als eher peripheres, denn als zentrales Moment des Nationalsozialismus verstanden. Auch die Linke hat die inneren Beziehungen zwischen beiden verdeckt. Um diese inneren Beziehungen geht es also. Ich zitiere, um nicht die Kenner zu verwirren, aus unterschiedlichen Fassungen des Aufsatzes, die im Anhang des Buches Deutschland, die Linke und der Holocaust erschienen im Isaira Verlag, dokumentiert sind. Es kursieren unterschiedliche Fassungen im Internet, zumeist aber die Teile, die allen gemeinsam sind, werde ich zitieren. Aber nun weiter im Text, der zunächst einmal die Mängel im Verständnis des Antisemitismus in den beiden idealtypischen Positionen zum Ausgangspunkt nimmt, wie sie in den Debatten um den Holocaust-Film auftauchten, der eine ungemeine Publizität hatte. Also Poston beschreibt das folgendermaßen. Beide Positionen teilen ein Verständnis von modernem Antisemitismus als antijüdischem Vorurteil, als besonderem Beispiel für den Rassismus im Allgemeinen. Die massenpsychologische Natur des Antisemitismus wird in einer Weise betont, die es ausschließt, ihn in eine sozioökonomische Untersuchung des Nationalsozialismus einzubeziehen. Die Schwäche dieses Verhältnisses war insbesondere in den TV-Diskussionen offensichtlich, die im Anschluss an die Ausstrahlung des Fernsehmehrteilers Holocaust geführt wurden. Die Podiumsteilnehmer waren besonders gut darin, Informationen zu vermitteln über die Bedingungen in den Konzentrationslagern, die Aktivitäten der Einsatzgruppen und deren Zusammensetzung, der Polizei ebenso wie der SS-Einheiten, den Massenmord an den Zigeunern und über die materiellen Schwierigkeiten und das Ausmaß des jüdischen Widerstandes. Jedoch gerieten sie in Verlegenheit, als sie die Vernichtung der europäischen Juden zu erklären versuchten. Sie erörterten die Frage hauptsächlich unter der Annahme eines Mangels an Zivilcourage in der Bevölkerung, was implizierte, dass die überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung dem Antisemitismus der Nazi zumindest passiv widerstanden habe. Oder in den allgemeinen Kategorien von Misstrauen und Furcht gegenüber den anderen. Oder in individualpsychologischen Kategorien. Der potenzielle Dorf steckt in jedem von uns. Dorf war der Name, also einer fiktiven Nazi-Figur in dem Film. Über Antisemitismus wurde hingegen wenig gesprochen und es gab keinen Versuch, den modernen Antisemitismus genauer zu bestimmen und ihn auf den Narzissmus zu beziehen. Folgerichtig blieb die Frage, warum so etwas geschehen konnte, notwendig rhetorisch und bloßer Ausdruck von Scham und Entsetzen.
Die Scham und das Entsetzen, die der Film weckte, fokussierte die Diskussion auf die Frage, ob die Deutschen gewusst hätten, was den Juden geschehen war. Eine Frage, die in Fernsehen und Presse sehr hitzig und emotional diskutiert wurde. In dem Holocaust, Massenerschießung von Juden durch Einsatzgruppen, zeigte, und da grub der Film die Fiktion, der Völkermord der Nazis sei Sache einer Handvoll Leute gewesen, die innerhalb eines Rahmens operierten, der von den Soldaten wie von der übrigen deutschen Bevölkerung hermetisch getrennt gewesen sei. Die Tatsache, dass Millionen Juden, Russen und Polen außerhalb der Lager mit Wissen und zeitweise mit aktiver Unterstützung der Wehrmacht ermordet wurden oder Hunger starben, konnte von öffentlichem Bewusstsein nicht länger verdrängt werden. Die öffentliche Reaktion auf Holocaust machte klar, dass Millionen Deutscher tatsächlich davon gewusst haben mussten, selbst wenn nicht in allen Einzelheiten. Die Tatsache dieses Wissens wirft das Problem auf, dass der typische Deutsche nach dem Krieg darauf beharrte, nichts über die Vernichtung des europäischen Judentums und andere Nazi-Verbrechen gegen die Menschheit gewusst zu haben. Es ist klar, dass die Verleugnung dieses Wissens einen Versuch darstellt, die Schuld zu leugnen. Es könnte jedoch argumentiert werden, dass, selbst wenn die Leute davon gewusst hätten, es wenig gab, was sie hätten tun können. Das Wissen um die Nazi-Verbrechen muss nicht notwendigerweise Schuld einschließen. Es geht, wie Kenner des kritischen Marxismus schon ahnen werden, auch um Ideologiekritik, und zwar um den objektiven Begriff der Ideologie als notwendig falsches Bewusstsein, der Ideologie auch erkenntnistheoretisch fundiert. So beginnt Poston auch mit dem Fetischismus des Kapitals. Diese Überlegung führt zu Marx' Begriff des Fetisch, ein Begriff, der die Grundlage einer historischen Erkenntnistheorie bildet, die sich in der Unterscheidung zwischen dem Wesen der kapitalistischen Verhältnisse und ihren Erscheinungsformen gründet. Was dem Begriff des Fetisch vorausgeht, ist Marx' Analyse der Ware, des Geldes, des Kapitals als Form gesellschaftlicher Verhältnisse und nicht nur als bloße ökonomische Bestimmung. Die erkenntnistheoretische Dimension der Marxischen Kritik ist im ganzen Kapital immanent, wurde aber nur im Rahmen seiner Warenanalyse entschlüsselt dargestellt. Seine Kategorien sollen verstanden werden als gleichzeitige Ausdrucksformen besonderer verdinglichter gesellschaftlicher Beziehungen und Denkweisen. Dies unterscheidet sie wesentlich von der Hauptströmung marxistischer Tradition, in der die Kategorien als Bestimmungen einer ökonomischen Basis begriffen werden und das Denken als Überbauphänomen aufgefasst wird, das sich aus Klasseninteressen und Bedürfnissen ableitet. Es geht also wesentlich um Verhältnisse, die bekanntlich ja nur an den Relator des Verhältnisses erscheinen können, nicht unmittelbar. Genauso wie man ja die Eigenschaften der Juden, wie der Antisemit sie projiziert, gar nicht wahrnehmen kann, insbesondere weil sie gar nicht existieren, haben wir so etwas auch bei den kapitalistischen Formen, die genauso unsichtbar sind wie der unsichtbare Gott in der monotheistischen Religion. Poston schreibt, nach seiner Analyse erscheinen kapitalistische Formen gesellschaftlicher Beziehungen nicht als solche, sondern drücken sich in vergegenständlichter Form aus. Weil Arbeit im Kapitalismus auch die Funktion einer gesellschaftlichen Vermittlung hat, abstrakte Arbeit, ist die Ware nicht bloß Gebrauchsgegenstand, in dem konkrete Arbeit vergegenständlich ist, sondern sie verkörpert auch gesellschaftliche Verhältnisse. Vorkapitalistisch waren Gebrauchsgegenstände nach traditionellen Beziehungs- und Herrschaftsformen verteilt. Im Kapitalismus aber sind Waren selber gesellschaftliche Vermittlung anstelle unmittelbarer sozialer Verhältnisse. Die Ware hat einen Doppelcharakter, Wert und Gebrauchswert. Als Objekt drückt die Ware soziale Verhältnisse aus und verschleiert sie gleichzeitig. Diese Verhältnisse haben keine andere, davon unabhängige Ausdrucksform. Durch diese Form der Vergegenständlichung gewinnen die gesellschaftlichen Verhältnisse des Kapitalismus ein Eigenleben. Sie bilden eine zweite Natur, ein System von Herrschaft und Zwängen, das, obwohl gesellschaftlich, unpersönlich, sachlich und objektiv ist und deshalb natürlich zu sein scheint. Diese gesellschaftliche Dimension bestimmt die Waren und ihre Produktionsweise. Der Fetisch verweist nun auf die Denkweisen, die auf Wahrnehmungen und Erkenntnissen basieren, die in den Erscheinungsformen der gesellschaftlichen Verhältnisse befangen bleiben. So wenig wie die Summe der Symptome einer Krankheit den Begriff der Krankheit ausmachen, unterschiedliche Krankheiten können identische Symptome haben, etwa Grippe und Kinderlähmung im Anfangsstadium, so wenig erklärt der unmittelbare Schein,
der das Wesen der modernen Gesellschaft sowohl ausdrückt wie verschleiert den Kapitalismus. Wir haben das beim Antizionismus, beim Antisemitismus der Protokolle in politischer Form, deren Kritik bei Postolen auch in späteren Arbeiten etwas zu kurz kommt. Wir haben es beim Gründungsschwindel von Otto Glagau, bei der Unterscheidung von schaffenden und raffenden Kapital, wie sie in der bis heute noch verbreiteten Zinskritik vorliegt, aber auch beim ML. Wir wissen auch, sollten wir mal ein Exemplar des Kapitals auf dem Flohmarkt entdecken, dass die Anstreichungen oft beim Fetischkapitel enden und die Kapitalgruppen schon dort scheiterten, wo Marx in der zweiten Auflage die Problematik dem Leser leichter zugänglich machen wollte. Hier greift bei allen Defiziten hinsichtlich einer Kritik der Form der Politik Postons Kritik durchaus. In diesen Grenzen hat er ja auch auf jeden Fall recht, wo er, als Historiker wäre das bei ihm ja mehr zu erwarten, strukturalistisch argumentiert, wo historisch zu argumentieren wäre, sehen wir auch dann so eine Art Standpunktphilosophie, die er ansonsten selber kritisiert. Hier nun die Übertragung der Fetischkritik auf den Antisemitismus, die anhand von Erscheinungen antisemitischer Ideologie, wie die eben erwähnten des 19. Jahrhunderts und der Antizionismus des 20. und 21. Jahrhunderts leicht zu konkretisieren wäre. Betrachtet man, so Poston, die besonderen Charakteristika der Macht, die der moderne Antisemitismus den Juden zuordnet, nämlich Abstraktheit, Unfassbarkeit, Universalität, Mobilität, dann fällt auf, dass es sich hierbei um Charakteristika der Wertdimensionen jener gesellschaftlichen Form handelt, die Marx analysiert hat. Mehr noch, diese Dimension, wie die den Juden unterstellte Macht, erscheint nicht unmittelbar, sondern nimmt vielleicht die Form eines stofflichen Trägers der Ware an. Um die oben beschriebene Personifizierung zu deuten und dabei die Frage zu klären, warum der moderne Antisemitismus, der sich gegen so viele Aspekte der Moderne wandte, sich dem industriellen Kapital und der modernen Technologie gegenüber so verdächtig still verhielt, wie es an dieser Stelle nötig sein zu analysieren, wie kapitalistische gesellschaftliche Verhältnisse sich darzustellen pflegen. Und so fängt Foston an mit der Warenanalyse bei Marx, die ja sofort von der alltäglichen Gegebenheit von Waren zum Begriff der Ware fortschreitet, also zur Logik, zur inneren Struktur der Gesellschaft, nicht wie sie historisch auftaucht, sondern wie sie in ihrer inneren Logik sich darstellen. Wichtig hier ist die Verdopplung der Ware in Ware und Geld, die nicht als historischer Prozess, sondern als Darstellung einer inneren Logik bei Marx dargelegt wurde. Hier setzt Poston dann auch fort, ich beginne mit der Warenform als Beispiel. Die dialektische Einheit von Wert und Gebrauchswert in der Ware erfordert, dass dieser Doppelcharakter sich in der Wertform entäußert, in der er doppelt erscheint. Als Geld, die Erscheinungsform des Werts, und als Ware, die Erscheinungsform des Gebrauchswerts. Diese Entäußerung erweckt den Schein, als enthalte die Ware, die eigentlich sowohl Wert wie Gebrauchswert ausdrückt, nur letzteren. Das heißt, sie erscheint als rein stofflich und dinglich. Weil die gesellschaftliche Dimension der Ware dabei entfällt, stellt sich das Geld als einziger Ort des Wertes dar, als Manifestation des Ganzen und gar Abstrakten, anstatt als entäußerte Erscheinungsform der Wertseite der Ware selbst. Die dem Kapitalismus eigene Form vergegenständlicher gesellschaftlicher Beziehung erscheint so auf der Ebene der Warenanalyse als Gegensatz zwischen Geld als Abstrakten einerseits und stofflicher Natur andererseits. Die kapitalistischen gesellschaftlichen Beziehungen scheinen ihren Ausdruck nur in der abstrakten Dimension zu finden, etwa als Geld und als äußerliche abstrakte allgemeine Gesetze. Ein Aspekt des Fetisches ist also, dass kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen nicht als solche in Erscheinung treten und sich zudem antinomisch als Gegensatz von Abstrakten und Konkreten darstellen. Und weil beide Seiten der Antinomie vergegenständlich sind, erscheint jede als quasi natürlich. Die abstrakte Seite tritt in der Gestalt von objektiven Naturgesetzen auf und die konkrete Seite erscheint als reine stoffliche Natur. Die Struktur entfremdeten gesellschaftlichen Beziehung, die dem Kapitalismus eigen ist, hat die Form einer quasi natürlichen Antinomie, in der gesellschaftliches und historisches nicht mehr erscheinen. Diese Antinomie wiederholt sich im Gegensatz positivistischer und romantischer Denkweisen. Die Mehrzahl der kritischen Untersuchungen fetischistischer Denkformen bezieht sich vor allem auf jenen Strang der Antinomie, der das Abstrakte als überhistorisch hypostasiert.
das sogenannte bürgerliche Denken. Und damit den gesellschaftlichen und historischen Charakter der bestehenden Beziehungen verschleiert. In diesem Beitrag geht es um einen anderen Strang, nämlich um jene Form von Romantizismus und Revolte, die ihrem Selbstverständnis nach antibürgerlich sind. In Wirklichkeit jedoch das konkrete Hypostasieren und damit innerhalb der Antinomie der kapitalistischen gesellschaftlichen Beziehungen verharren. Nochmal zur Erläuterung, Antinomien sind spezielle Widersprüche, in der These und Antithese gegenüberstehen und lediglich die jeweilige gegenteilige Aussage widerlegen können, aber sich selbst nicht positiv begründen können, weil die Gegenseite das auch kann. Historisch werden Antinomien meist beseitigt, indem man eine von beiden verboten hat oder deren Vertreter verfolgt hat, statt dass man die gemeinsame Grundlage des Problems untersuchte, nämlich dass nur die Unmittelbarkeit untersucht wird. Poston, Form antikapitalistischen Denkens, die innerhalb der Unmittelbarkeit dieser Antinomieverfahren tendieren dazu, den Kapitalismus nur unter der Form der Erscheinung der abstrakten Seite dieser Antinomie wahrzunehmen, zum Beispiel Geld als Wurzel allen Übels. Dem wird die bestehende, konkrete Seite dann als das natürliche oder ontologisch-menschliche, das vermeintlich außerhalb der Besonderheit kapitalistischer Gesellschaft stehe, positiv entgegengestellt. So wird, wie etwa bei Proudhon, konkrete Arbeit als das nicht kapitalistische Moment verstanden, das der Abstraktheit des Geldes entgegengesetzt ist. Dass konkrete Arbeit selbst kapitalistische gesellschaftliche Beziehungen verkörpert und von ihnen materiell geformt ist, wird nicht gesehen. Die reelle Subsumption der Arbeit unter das Kapital im Gegensatz zur formellen, die nur die traditionellen Bestimmungen merkantil behandelt, aber die Arbeit selber nicht verändert, ist ja nach Marx das typisch kapitalistische, denn hier kann der Gewinn nicht bloß durch Verlängerung der Extensität und Intensität der Arbeit vermehrt werden. Und die neuen Formen der Produktion werden ja selber dann wie eine zweite Natur wahrgenommen. Und darauf hebt Poston ja auch ab. Er schreibt, mit der Fortentwicklung des Kapitalismus, der Kapitalform und ihres Fetischs bekommen die dem Warenfetisch innewohnende Naturalisierung neue Dimensionen. Wie bei der Warenform ist die Kapitalform durch das antinomische Verhältnis des Abstrakten und Konkreten, die beide natürlich erscheinen, gekennzeichnet. Die Qualität des Natürlichen ist aber unterschiedlich. Die des Warenfetisch ist die letzten Endes harmonische Beziehung einzelner abgeschlossener Einheiten. Und hier entwickelt sich genau diese Unübersichtlichkeit, die Undurchschaubarkeit des Gesamtsystems, über deren Gründe der Antisemit seine besonderen Vorstellungen sich macht, dass der Jude an allem schuld sei, was wir ja nun auch schon singen können und am Anfang der Sendung gehört haben. Aber die Analyse Postons geht in der Hinsicht ja auf die wirklichen Gründe der Vorstellungen, die nicht bloß in einer Denkschwäche des Objekts gründen. So heißt es, das Kapital ist nach Marx in seiner prozessualen Form als selbstverwertender Wert charakterisiert, als die unaufhörliche, rastlose Selbstverwertung des Wertes. Es erscheint in der Form von Geld sowie in der von Waren. Das heißt, es hat keine fertige und endgültige Gestalt. Kapital erscheint als rein abstrakter Prozess. Seine konkrete Dimension ändert sich dementsprechend. Individuelle Arbeiten bilden nicht länger abgeschlossene Einheiten, sondern werden mehr und mehr zu Teilkomponenten eines größeren dynamischen Systems, das der Mensch wie Maschine umfasst und deren Zweck Produktion unter Produktionswillen ist. Das Ganze wird größer als die Summe der sie konstituierenden Individuen und hat einen Zweck, der außerhalb ihrer liegt. Die Kapitalform gesellschaftlicher Verhältnisse hat einen blinden, prozessualen, quasi organischen Charakter. Die dem Fetisch immanente Naturalisierung wird zunehmend biologisch aufgefasst. Das mechanische Weltbild des 17. und 18. Jahrhunderts verliert an Bedeutung. Mehr und mehr übernehmen organische Prozesse anstelle statischer Mechanik die Form des Fetisch. Das drückt sich zum Beispiel in der Verbreitung solcher Denkformen aus, wie der Lehre vom Staat, als lebendigem Organismus, aber auch in den Rassetheorien und der zunehmenden Bedeutung des Sozialdarwinismus im späten 19. Jahrhundert. Gesellschaft wie historischer Prozess werden zunehmend biologisch begriffen. Diesen Aspekt des Kapitalfetischs will ich jedoch hier nicht weiter verfolgen. Festzuhalten ist, welche Wahrnehmungsweisen von Kapital sich daraus ergeben. Wie angedeutet, lässt der Doppelcharakter auf der logischen Ebene der Warenanalyse
die Arbeit als ontologische Betätigungsweise erscheinen und nicht als eine Tätigkeit, die materiell von den gesellschaftlichen Beziehungen geformt wird. Er stellt die Ware als rein stoffliches Ding dar und nicht als Vergegenständlichung vermittelter gesellschaftlicher Beziehungen. Auf der logischen Ebene des Kapitals lässt der Doppelcharakter, also Arbeit und Verwertungsprozess, industrielle Produktion als ausschließlichen materiellen schöpferischen Prozess, ablösbar vom Kapital, erscheinen. Die manifeste Form des Konkreten ist nun organischer. So kann das industrielle Kapital als direkter Nachfolger natürlicher handwerklicher Arbeit auftreten und im Gegensatz zum parasitären Finanzkapital als organisch verwurzelt. Seine Organisation scheint der Zukunft verwandt zu sein. Der gesellschaftliche Zusammenhang, in dem es sich befindet, wird als eine übergeordnete organische Einheit gefasst. Gemeinschaft, Volk, Rasse. Hier haben wir dann auch das raffende und schaffende Kapital. Aber nicht nur die Zinskritik oder Geldkritik, wie sie heute noch auf den Waren machen, vertreten wird. Und, wen wundert es, und weil es objektive, keine bloß subjektive Verblödung ist, auch gut ankommt. Auch das war mit Poston, der das vorwegnahm, vorauszusehen. Auch Journalisten wie Jürgen Elsässer haben das von ihnen früher selbst kritisierte sich dann zynisch zu eigen gemacht, weil man da besser den Volkstribun spielen kann. Nicht? Ideologiekritik ist eben schwerer zu vermitteln. Und so schwadroniert man hemmungslos über die Zentralbank der USA, also Federal Reserve, und Rothschild, obwohl man das nach Lektüre Postons ja hätte besser wissen können, die vielleicht auch zu schwierig von der Problematik her ist und möglicherweise, was den Politikbegriff angeht, sich auch selbst nicht zureichend versteht. Kapital selbst oder das, was als negativer Aspekt des Kapitalismus verstanden wird, so Poston, wird lediglich in der Erscheinungsform seiner abstrakten Dimension verstanden, als Finanz- und zinstragendes Kapital. In dieser Hinsicht steht die biologistische Ideologie, die konkrete Dimension des Kapitalismus als natürlich und gesund, dem Kapitalismus, wie er erscheint, gegenüberstellt. Nicht im Widerspruch zur Verklärung des Industriekapitals und seiner Technologie. Beide stehen auf der dinglichen Seite der Antinomie. Die Antinomien des bürgerlichen Bewusstseins existieren also nicht nur in der theoretischen Erfassung der Welt, sondern auch beim epistemischen Korrelat, also auf der Seite des untersuchten Gegenstandes. So hat Lukács Geschichte und Klassenbewusstsein ja im Verdinglichungskapitel das schon formuliert. Aber wir wollen ja wissen, was nun im notwendig falschen Bewusstsein, wie es heute vehement auftritt, unverstanden bleibt und wie Poston das darstellt, wenn das auch im falschen Antikapitalismus auftritt. Er schreibt, im fetischistischen Antikapitalismus dieser Art wird beides, Blut wie Maschine, als konkretes Gegenprinzip zum Abstrakten gesehen. Die positive Hervorhebung der Natur, des Blutes, des Bodens, der konkreten Arbeit, der Gemeinschaft geht ohne weiteres zusammen mit einer Verherrlichung der Technologie und des industriellen Kapitals. Diese Denkweisen sind genauso wenig anachronistisch oder Ausdruck einer historischen Ungleichzeitigkeit zu nennen, wie der Aufstieg von Rassetheorien im späten 19. Jahrhundert als Atavismus aufzufassen ist. Sie sind historisch neue Denkformen, nicht die Wiederauferstehung einer älteren Form. Sie erscheinen nur als atavistisch oder anachronistisch aufgrund ihrer Betonung der biologischen Natur. Das ist jedoch selbst Teil des Fetischs, der das Natürliche als wesensgemäß und ursprungsnäher erscheinen lässt und die geschichtliche Entwicklung als zunehmend künstlich. Solche Denkformen begleiten die Entwicklung des industriellen Kapitalismus. Sie sind Ausdruck jenes antinomischen Fetischs, der die Vorstellung erzeugt, das Konkrete sei natürlich und dabei das gesellschaftlich Natürliche zunehmend so darstellt, dass es biologisch erscheint. Diese Form des Antikapitalismus erscheint daher nur so, als ob es sie sehnsüchtig rückwärtsgewandt sei. Als Ausdruck des Kapitalfetisches drängt sie in Wirklichkeit vorwärts. Sie tritt auf im Übergang vom liberalen zum organisierten industriellen Kapitalismus. Was Poston untersucht, ist der gesellschaftliche Realgrund des Antisemitismus, wie er mit der Entwicklung des organisierten Kapitalismus die Judenfeindschaft zum Rassenantisemitismus vorantreibt. Die anfänglichen Formen, die mehr instrumentell sind und aus der konservativen, dem Adel nach weinenden Ecke stammten, kommen dann bei ihm natürlich nicht vor. Wir hatten das aber auch schon abgehandelt. Da wäre allerdings der Formwandel der Politik genauer zu untersuchen, um diese Dimension zu erörtern.
Und an dieser Stelle ist zu bemerken, dass im Gegensatz zu den Lesezirkeln und anderen Anhängern Postone seine Schrift als Vorarbeit für weitere Arbeiten versteht, nicht als heilsbringende Schrift, wie die das augenscheinlich manchmal verstehen. Wie ist das nun mit dem Antikapitalismus, wie er bei den arabischen und sonstigen Antisemiten, bei Anhängern von Montagsdemos, aber auch schon bei den Frühsozialisten vorlag bei Postone? Er schreibt, diese Form des Antikapitalismus beruht also auf dem einseitigen Angriff auf das Abstrakte. Abstraktes und Konkretes werden nicht in ihrer Einheit als begründende Teile einer Antinomie verstanden, wie für die gilt, dass die wirkliche Überwindung des Abstrakten, der Wertseite, die geschichtlich praktische Aufhebung des Gegensatzes selbst, so wie jeder seine Seiten einschließt. Stattdessen findet sich lediglich der einseitige Angriff gegen die abstrakte Vernunft, das abstrakte Recht und auf anderer Ebene gegen das Geld und Finanzkapital. So gesehen entspricht dieses Denken seiner komplementären liberalen Position in antinomischer Weise. Im Liberalismus bleibt die Herrschaft des Abstrakten unbefragt. Eine Unterscheidung zwischen positiver und kritischer Vernunft wird nicht getroffen. Der antikapitalistische Angriff bleibt jedoch nicht bei der Attacke auf das Abstrakte als Abstraktem stehen. Selbst die abstrakte Seite erscheint vergegenständlicht. Auf der Ebene des Kapitalfetischs wird nicht nur die konkrete Seite naturalisiert und biologisiert, sondern auch die erscheinende abstrakte Seite, die nun in Gestalt des Juden wahrgenommen wird. So wird der Gegensatz von stofflich Konkreten und Abstraktem zum rassischen Gegensatz von Arier und Jude. Der moderne Antisemitismus besteht in der Biologisierung des Kapitalismus, der selbst nur unter der Form des erscheinenden Abstrakten verstanden wird, als internationales Judentum. Hier haben wir also die Herleitung der Formbestimmtheit des modernen Antisemitismus nach Postone darin zu sehen, dass die Juden also nicht nur mit dem Geld, das heißt der Zirkulationssphäre, sondern mit dem Kapitalismus überhaupt gleichgesetzt werden. Diese fetischisierende Anschauung schloss in ihrem Verständnis des Kapitalismus alle konkreten Aspekte wie Industrie und Technologie aus, schreibt Postone. Der Kapitalismus erschien nur noch als das Abstrakte, das wiederum für die ganze Reihe konkreter gesellschaftlicher und kultureller Veränderungen, die mit der schnellen Industrialisierung verbunden sind, verantwortlich gemacht wurde. Die Juden werden nicht bloß als Repräsentanten des Kapitals angesehen, in diesem Fall wären die antisemitischen Angriffe wesentlich klassenspezifischer gewesen. Sie wurden vielmehr zu Personifikationen der unfassbaren, zerstörerischen, unendlich mächtigen internationalen Herrschaft des Kapitals. Bestimmte Formen kapitalistischer Unzufriedenheit richten sich gegen die in Erscheinung tretende abstrakte Dimension des Kapitals in Gestalt des Juden, und zwar nicht etwa, weil die Juden bewusst mit der Wertdimension identifiziert worden war, sondern vielmehr deshalb, weil durch den Gegensatz seiner konkreten und abstrakten Dimension der Kapitalismus selbst zu erscheinen konnte. Deshalb geriet die antikapitalistische Revolte zur Revolte gegen die Juden. Die Überwindung des Kapitalismus und seiner negativen Auswirkungen wurde mit der Überwindung der Juden gleichgesetzt. Also dem Massenmord. Nun entsteht hier ja ein Problem, da ja die Juden nach deren Emanzipation ebenso der kapitalistischen Gesellschaft unterliegen, dass sie selber die Juden hassen müssten und den Juden unter den Staaten hassen müssten. Das könnte ja ein gewisses Erkenntnisprivileg sein, wenn man ein Jude ist, weil man sich da ja selber hassen müsste und das nicht will. Diese Frage wird sich in Fortsetzung dieser Diskussion in die nächste Sendung widmen. Tatsächlich gab es ja nicht nur im Umkreis von Richard Wagner selbsthassende Juden oder Israel hassende Juden. Die Frage, warum die Juden, hat also durchaus eine historische Komponente, die Postone erst einmal ausgrenzte und zum Schluss des Abschnitts darauf zurückkam. Obwohl die innere Verbindung zwischen jener Art des Antikapitalismus, der den Nationalsozialismus beeinflusste, und dem Antikapitalismus gezeigt worden ist, bleibt die Frage offen, warum die biologische Interpretation der abstrakten Seite des Kapitalismus sich an den Juden festmacht. Diese Wahl war innerhalb des europäischen Kontexts keineswegs zufällig. Die Juden hätten durch keine andere Gruppe ersetzt werden können. Dafür gibt es vielfältige Gründe. Die lange Geschichte des Antisemitismus in Europa und die damit verbundene Assoziation Juden gleich Geld ist wohl bekannt. Wir haben das ja auch schon an Otto Glagau und solchen Wilhelm Marr und so weiter
gezeigt. Die Periode der schnellen Expansion des industriellen Kapitals am letzten Drittel des 19. Jahrhunderts fiel mit der politischen und gesellschaftlichen Emanzipation der Juden in Mitteleuropa zusammen. Die Zahl der Juden an den Universitäten, in den freien Berufen, im Journalismus, den schönen Künsten, im Einzelhandel nahm immer schneller zu. Das heißt, die Juden wurden in der bürgerlichen Gesellschaft rasch aufgenommen, besonders in Sphären und Berufen, die sich gerade ausweiteten und mit der neuen Form verbunden war, die die Gesellschaft gerade annahm. Die Diskussion wird dann das nächste Mal fortgesetzt, auch anhand vor allen Dingen des selbsthassenden Juden, der ja für alle Antisemiten, um sich auf ihn zu berufen, man kann ja kein Antisemit sein, wenn man Jude ist, immer schön ausgenutzt wird.